Tag, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Elektrische Netze. Heute mit dem Thema Drehstrom, einphasiges Ersatzschaltbild. Dazu bringe ich Ihnen zunächst einmal eine Übersicht, dann das Kochrezept, wie wir das einphasige Ersatzschaltbild erstellen und dann ein Beispiel dazu. Ich fange noch einmal zur Wiederholung an, ein paar Kenngrößen eines Drehstromsystems. Wenn Sie die Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik angeschaut haben, sollten Sie das eigentlich wissen. Ansonsten empfehle ich Ihnen, diese Videovorlesung sich einmal anzuschauen. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier eine ganz kurze, knappe Wiederholung davon. Wir haben in unserem Drehstromsystem verschiedene Spannungen. Zum einen die sogenannte verkettete Spannung, die Spannung zwischen unterschiedlichen Phasen. Diese Spannung wird auch Nennspannung genannt und wird also in Stromnetzen als Nennspannung genutzt. Dann gibt es die sogenannten Phasenspannungen, die Spannungen von einer Phase jeweils zum Neutralleiter. Wie aus der Vorlesung bekannt sein sollte, ist der Zusammenhang zwischen der Phasenspannung und der Nennspannung. Phasenspannung ist Nennspannung geteilt durch Wurzel 3. Wenn wir an unser Drehstromsystem eine Last anschließen, beispielsweise einen Motor, dann werden wir auf den Phasen jeweils einen Strom messen, den Phasenstrom. Üblicherweise wird immer nur der Strom einer Phase angegeben, mit dem wird dann also praktisch das System dann charakterisiert. Wir können dann auch für diese Last entsprechend die Leistung berechnen und in einem symmetrischen System sind die Leistungen, die Scheinleistungen S1, S2 und S3 überall gleich groß und die Leistung, die Scheinleistung berechnet sich aus der Summe der Leistungen der einzelnen Phasen. Wir berechnen die Leistung einer Phase aus der Phasenspannung mal dem Phasenstrom und das Ganze eben dreimal. Wenn wir statt der Phasenspannung die Nennspannung verwenden, dann ergibt sich die hier rot umkringelte Gleichung, nachdem also die Scheinleistung Wurzel 3 mal die Nennspannung mal der Phasenstrom. Wenn wir uns jetzt eine dieser drei Phasen anschauen und nur diese Komponenten dieser Phase zeichnen, erhalten wir das einphasige Ersatzschaltbild. Wenn wir also in diesem einphasigen Ersatzschaltbild Ströme und Spannungen ausrechnen, dann können wir diese für die anderen Phasen ebenfalls übernehmen und beispielsweise Leistungen berechnen oder eben tatsächlich Ströme und Spannungen in den jeweiligen Komponenten. Das heißt, wir brauchen das Ganze dann nur einmal machen und können das für die alle drei Phasen weiterhin übernehmen. Das ist der große Vorteil des einphasigen Ersatzschaltbildes. Das heißt, wir betrachten das Drehstromsystem wie drei unabhängige einphasige Systeme. Dann können wir genau dieses einphasige Ersatzschaltbild erstellen. Wir müssen also zusehen, dass wir keine Verkopplung zwischen den Phasen erhalten. Das Ganze gilt dann natürlich nur für symmetrische Drehstromsysteme, damit wir eben drei gleiche einphasige Systeme haben. Aus der Forderung nach der keine Verkopplung zwischen den Phasen folgt, dass wir keine dreiecksförmigen Komponenten verwenden können, sondern nur sternförmige Komponenten. Das heißt, wir müssen also dreiecksförmige Komponenten in sternförmige Komponenten umrechnen. Da wir dann einphasige, unabhängige Systeme haben, müssen wir hier auch die Phasenspannungen verwenden und entsprechend dann den Strom auf den jeweiligen Phasenleitern.
Das Kochrezept sieht also folgendermaßen aus. Wir prüfen zunächst einmal die Symmetrie. Dann können wir alle Impedanzen im Neutralleiter eliminieren. Kommen wir gleich noch genauer zu. Dann müssen wir alle dreiecksförmigen Komponenten in sternförmige Komponenten umwandeln. Und dann wählen wir eine Phase aus und zeichnen die mit dem Rückleiter als einphasiges Ersatzschaltbild. Hier einmal ein Beispiel. Wir haben jetzt hier ein Drehstromsystem, bei dem wir zum einen dreiecksförmig verschaltete Widerstände haben und drei sternförmig verschaltete Induktivitäten und außerdem noch einen Widerstand im Neutralleiter. Wir haben diesen Komponenten jetzt Beispielswerte gegeben, 90 Ohm für die Widerstände, 2 Millihenry für die Spulen und der Neutralleiter hat 1,5 Ohm. Angegeben sind hier schon die Phasenspannungen von 230 Volt als Betrag. Nun, als erstes können wir jetzt sagen, der Widerstand im Neutralleiter, den brauchen wir nicht berücksichtigen, denn wir haben ja Symmetrie und das bedeutet, dass der Strom im Neutralleiter sich gerade zu Null kompensiert. Wenn aber im Neutralleiter kein Strom fließt, dann wirkt sich ein Widerstand dort auch nicht aus und kann im Ersatzschaltbild weggelassen werden. Als nächstes schauen wir uns hier unsere dreiecksförmigen Widerstände an, die wir dann umwandeln in sternförmige Widerstände. Und dann erhalten wir das folgende Ersatzschaltbild, bei dem die Widerstände sternförmig verschaltet sind. Damit bekommen sie auch einen anderen Wert. Das heißt, sie werden dabei durch 3 geteilt und sie haben statt 90 Ohm 30 Ohm. Die schon vorher sternförmig verschalteten Induktivitäten können wir so übernehmen. Wenn wir jetzt eine Phase auswählen, zum Beispiel die Phase 1, dann zeichnen wir nur die Komponenten, die zu dieser Phase gehören und erhalten das einphasige Ersatzschaltbild, was unten rechts in Blau dargestellt ist. Damit möchte ich für heute zum Schluss kommen und ich freue mich, Sie beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dann!